Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bärenschlechter 12354. Liebe Grüße aus den Grizzly-Hügeln. Junge, klingt wie auf so einer Postkarte, oder? Wir brauchen noch den ein oder anderen Bärenbalk und wollen uns diese auch sofort mal besorgen hier. Ich hoffe, jetzt droppen direkt drei von nur einem Grizzly. Weil der konnte ja jetzt in der Pause zwischen den Folgen so viel fressen, dass sein verdammter Bärenarsch derart angeschwollen ist, dass wir drei Pelze rausschneidern können, Junge. Das wäre mal eine Offenbarung. Ich fürchte aber, ganz so wird es nicht sein. Dafür ereilt uns zeitnah ein wunderbares Level ab und vermutlich nicht erst bei der Abgabe der Quests, sondern jetzt hier, jeden Moment, bei jedem Kill. Junge, das ist immer das Schlimmste, oder? Es gibt ja so Gaming-Erotik-Momente und damit meine ich nicht jetzt irgendwelche random Hentai-Szenen oder so, die dann wie so eine Pop-Up-Werbung bei irgendeinem Browser-Game aufploppen, sondern damit meine ich zum Beispiel so Quest-Hubs wie in Valshara und ich glaube auch in den östlichen Pestländern und so hatten wir so Bereiche. Da kommst du an, nimmst 10 Quests an und machst sie fertig und reitest dann zurück und hast einfach 10 Fragezeichen auf deiner Karte, Junge. Damn, boy, level up. Ja, das sind so diese Momente, man. Gaming-Erotik, ne? Lieben wir. Wo habe ich denn reingeskillt? Hier drüben. Mana-Kosten verringern oder erhöht den regelmäßig verursachten Schaden von Feuerbrand. Feuerbrunst kann verlangsamen. Ich glaube, wir gehen hier einfach ein bisschen in die Mana-Kosten rein, oder? Tja, da, wobei Mana-Kosten auch draufgeschissen, oder? Das ist ja schwierig. Verderbnischance erhöhen? Hatte ich nicht auch irgendwo noch was wegen Agro verringern oder so, das auch wieder Mana kosten? Zauberzeit, Zauberzeit. Das feiere ich ja fast alles gerade nicht. Schaden von Schattenblitz erhöhen. Chance verwundbar werden zu lassen. Ja, komm, nehmen wir das einfach mit, oder? Schattenblitz pumpe ich ja nur auch 24/7. Nehmen wir da die Prozentchen mit, Junge, das summiert sich doch auf. Ja, sicher. Wenn ich Maximalstufe hitte, dann muss ich eh nochmal ein bisschen umskillen. Weil da ist bestimmt der ein oder andere Punkt in ein bisschen Grütze gewandert, die dann doch nicht mehr ganz so nützlich ist. Aber gut, so sehr macht das den Braten jetzt auch nicht fett, würde ich meinen. Leute, wo wir gerade von schönen Grüßen gesprochen haben, es gibt ja so ungeschriebene Gesetze, ne? Wo ich an Postkarten denke, wie früher. Musstet ihr viele Postkarten schreiben? Ich immer. Ich war immer für die Postkarten in unserem Familienurlaub verantwortlich als Kind. Das heißt, so in der Mitte des Urlaubs oder eher Richtung Ende hin, wurde dann bei der Runde durchs schöne Dorf an der Ostsee oder wo wir waren, ne, direkt nach irgendeinem Ständer gesucht, Zwinker-Smiley, wo lauter Postkarten drin steckten und dann ganz wichtig, für jeden auch eine andere, ne, auf der väterlichen Seite habe ich ja eine halbe Großfamilie, das heißt, jede Tante und jede Oma und so weiter wollte dann irgendwie noch eine Karte haben, ja. Wobei mehr Tanten als Omas overall existierten, würde ich sagen. Und da musste man bloß darauf achten, dass nicht jeder irgendwie denselben Text bekommt und nicht jeder dieselbe Karte, weil da wurde sie natürlich untereinander dann ausgetauscht. Ja, das war auch so vorm Internet. So, da hatten die Leute dann keine TikToks, keine Katzenvideos oder irgendwelche Glitzer-GIFs, die dir einen schönen Mittwoch wünschen, um sie abzulenken. Da wurde dann tagtäglich drüber gesprochen, wer jetzt wieder im Urlaub ist und was schon für eine Karte kam und nicht und... Ja, heute schickst du ein Foto von WhatsApp, ne, schreibst runter, liebe Tante, liebe Grüße, schönen Tag noch, fertig. Das war's dann mit der Kommunikation für das Jahr. Aber damals war das anders, ja. Und darum musste ich da kreativ werden. Junge, hatte ich sogar noch Spaß dran. Ja, hatte ja selber auch kein Internet, ne, was soll ich machen? Irgendwie nur im Ferienhaus sitzen und Fernsehen gucken, gut. Das war auch nicht das Wahre, also kreativ werden. Und da gab es dann so gewisse Floskeln. Floskeln wie früher, wenn wir jetzt ein bisschen springen zu diesen Berichten, die man geschrieben hat für die Schülerzeitung oder so, von Klassenfahrten oder mehrtägigen Ausflügen oder wie auch immer ihr es jetzt verbuchen wollt. Und da gibt es das ungeschriebene Gesetz, dass diese Berichte immer anfingen mit: Gut gelaunt trafen wir 7.30 Uhr bei herrlichem Wetter an der Aral-Tankstelle ein. So oder so ähnlich. Oh, ich glaube, mein Stuhl fliegt langsam auseinander, Freunde. Über Nacht wieder 300 Kilo zugenommen, so belastend. Und so oder so ähnlich musste das eigentlich immer klingen. Ja, sonst war es kein richtiger Fernschulaufenthalts-irgendwas-Bericht. Ja, und bei Postkarten musste man dann immer abschließen mit: Liebe Grüße, eure 3. Oder wenn er nur mit Mutti wart, eure 2. Oder mit Vater, wie auch immer, ganz egal. Eure 4, wenn er noch ein Geschwisterchen dabei hattet, ja. Dann musst du immer noch draufpassen. Ja, immer schön klein geschrieben oder manchmal sogar vorgeschrieben mit Bleistift. Na, damit dann bloß kein Fehler irgendwie passiert. So sind wir da rangegangen, ja. So sehr haben wir auf die Postkarten geachtet. Muss man sich mal vorstellen, so achte ich heute nicht mal auf meine Steuererklärung oder Ernährung oder wie auch immer, Junge. Und da bin ich schon sehr paranoid, ne, bevor ich so eine Mail abschicke, gerade an Steuerberater oder so, die wird fertig geschrieben,
Dann liegt die 3 Tage irgendwie rum, dann wird die nochmal Korrektur gelesen und dann erst abgesendet. Weißt du, ja, da bin ich auch ganz schlimm, Junge. Manchmal habe ich auch keine Energie, gerade jetzt mit der Pollenallergie. Junge, manchmal habe ich so Tage, da stehst du auf, hast direkt das Gefühl, du hast irgendwie einen Tiefschlag in der Magengrube bekommen. Junge, und ich habe nicht mal Energie, irgendwie PNs zu beantworten. Und manchmal habe ich so dieses Stadium tagelang, Junge, kennt ihr das? Einfach so völlig kraftlos. Ich hoffe, ihr kennt das nicht, aber ich fürchte, es ist eher so, dass es viele kennen. Ne? Manchmal gibt es Leute, die ziehen einfach durch, Junge, hier noch eine Mail, dann noch ein Telefonat, dann rausgehen, irgendwelche Holzbalken schleppen und Baumstammweitwurf mit den Azubis und, Junge, Energie. Ja, Energie, die mir jetzt sogar für den Weg fehlte, deswegen habe ich euch ein Stück einfach rausgeschnitten, sonst hätten wir heute keine weitere Quest geschafft. Weil so sehr, wie ich die Grizzly-Hügel liebe, so viele Wege hat man hier auch abzufliegen, laufen, wie auch immer, ne? Darum dachte ich, ich kürze mal so ein bisschen was raus. Und ja, diese Energie fehlt mir manchmal einfach komplett, Junge. Da fühlt sich einfach wie so eine ausgedrückte Leberwurst, ja. Und ich glaube, das ist okay. Es kommen auch wieder bessere Tage. So sieht's aus. Zum Beispiel jetzt beim Abgeben dieser Quests auf Level 76. Wild. Ein kleiner Ersatz. Und wir werden gerade Zeuge. Oh, Tempo und Zauber macht gegen ein bisschen Crit, Bruder. Let's go. Wir werden gerade Zeuge einer recht wichtigen Sequenz, wo nämlich eine der besagten Schwestern, die wir beim letzten Mal schon angesprochen haben, hier einmal rausmarschierte und sagte, hahaha, das war die falsche Robe. Scheiße. Oh nein, die sah doch exakt gleich aus, aber das da ist sie. Ich habe mich schon gewundert, warum ich das nochmal bestätigen muss. Naja, upsi, ne, jetzt passt es. Ja, die nette von beiden, Gorgona, die sollte jetzt raus hier und Yunik, der irgendwie Blödsinn beim Handel angestellt hat, erstmal die Beine brechen auf spontan. Überraschung, hat sie nicht gemacht, sondern er sollte nur schreien und so tun, ja. Und soll das natürlich trotzdem lassen. Sie setzt darauf, dass er das auch lässt, sonst muss sie nächstes Mal wirklich seine Beine brechen. Und hofft natürlich, dass Krenna, ihre sehr gewalttätige, brutale Schwester, die ihr das Sagen hat, das nicht rausbekommt. Sollten wir für den weiteren Questverlauf im Hinterkopf behalten. Die beiden haben auf jeden Fall Energie, Junge, ob Allergie oder nicht. Kannst du wissen, ja? Wir sollen jetzt nämlich hier mit dem Balkhändler reden und da ein bisschen Kohle und 5 Portionen Mehl holen. So sieht's aus. Wobei, wait, du bist der Balkhändler, oder? Zu dir sollen wir das bringen und holen sollen wir das von den Gemischtwaren- und Reagenzienhändlern hier drüben, nehme ich mal stark an, ja? Weil er will diese Bälge jetzt so ein bisschen, na, wir sagen mal, veredeln, ja. Er hat vor, diese Grizzly-Bälge jetzt ein bisschen aufzuwerten. Der hat aber auch nichts hier. 45 Silber für so ein Pergament, Junge. Was zum Teufel? Und was ist mit ihr los, Junge? Schickes Hemd, sag mal. Sehr schickes Hemd. Okay, was wollte er? Kohle und Mehl. Wer hat denn dann Mehl hier in der Siedlung? Ist gar nicht markiert, oder? Da unten? Ah doch, da drüben. Hier beim Feuer, na klar. Da stehen unsere Köche. Die Gemischtwaren-Kollegen. Wunderbar. Gewürze nicht, sondern Mehl. Jawohl. Früher haben wir auch gesagt, beim Tischtennis und beim Billard immer, wenn wer Glück hatte, der hat Mehl. Keine Ahnung, wo das herkam. Mehl hast du heute wieder gehabt. Ich hab den guten Stoff. Das denke ich mir. Vielleicht waren das auch alles irgendwelche Balkhändler, ja? Denkbar. So, bitteschön. Und das sollen wir jetzt bei Krenna abliefern hier. Schön die seltenen Pelze. Ganz unauffällig. Aber vorher können wir auch hier für unsere Vrykul-Quest noch ein bisschen abgeben. Boah, Leute, das bringt ja schon wieder Prozente hier. Geil. Dann sollen wir jetzt den Tarn noch umölken und Krenna hier diese Fake-Bälge bringen. Was sind das eigentlich für Kollegen? Was ist euer Begehr? Setiel und, wer ist das? Was ist das für einer? Warte mal, da steht genau der Dicke drin. Antis, sind das ihre Lustknaben oder was? Sofort, Milady. Ah, dieser rückgratlose Troll hat mich das letzte Mal enttäuscht. Brecht ihm seine Beine. Ja, und jetzt schreitet hier Gorgona ein und wird sich drum kümmern. Uff. Das heißt, der Lustelf ist ja auch die Exekutive, oder was? Das ist ja auch spannend. Imagine, so einer in so einem Lack- und Leder-Outfit kommt auf dich zu und sollte die Beine brechen, weil du verschissen hast. Hey, Junge, das ist aber auch nochmal anders verstörend, oder? Eine tolle Geschichte dann für jede Familienfeier in Zukunft, wenn du dann noch eingeladen wirst. Na dann, gleiten wir mal rüber und sollen den Tarn umhauen. Und der war ein bisschen tricky, das weiß ich noch. Den musste man bei einer bestimmten Fähigkeit, glaube ich, immer unterbrechen. Und in der Beta hat, glaube ich, sogar eine ganze Fähigkeit von unserem Drachen rumgesponnen. Denn die Vrykul versuchen da so Protodrachen zu unterjochen. Und wir werden einen davon jetzt befreien und dann gegen sie einsetzen. Oh ja, damit haben sie nicht gerechnet. Dort hinten,
Dieser Hügel, übrigens super interessant, da habe ich früher immer Postkarten geschrieben und Baumstämme geworfen. Nee, das war eine seltsame Vermischung der letzten Themen. Da konnte dieser Arcturius, oder wie er heißt, dieser Bären-Geisterbestien-Rare-Mob-Spawn, den man als Hunter unbedingt haben wollte, und da der genau unter dem Allianzposten und dem Flugpunkt patrouillierte, ja, war es gar nicht so einfach, da ranzukommen, ne? Weil entweder hast du da gecampt mit anderen dann zusammen, Pain, oder wenn er mal da war, hat er nicht lang gelebt, weil immer irgendwer angeflattert kam und sei es nur, um eine Daily zu machen, und hat ihn dann mal gerade über den Haufen geschossen, ja, also, unangenehme Situation gewesen, deswegen habe ich den, glaube ich, auch bis heute nicht, obwohl ich ihn mit Twinks immer wieder getötet habe, glaubst du sogar eine Ironman-Challenge, als wir auch hier in den Grizzly-Hügeln waren, da hatte ich den auch mit beim Wickeln, ne? Wild. So kann sich das drehen und wenden, Freunde. Da ist er, unser Flammenbringer, jawohl, ganz liebe Grüße, deine drei vom Flammenbringer, vom Stinkebiber und von unserer treuen Wache, Tothuhn, ja sicher. Dann gucken wir, ob nicht nur das Huhn heute getötet wird, sondern auch der Tarn dort oben. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt auch gerade von der Art und Weise, wie wir hier starten, aber Protodrachen scheinen sich einfach sehr, sehr schnell durch Zellteilung vermehren zu können. Wenn ich nicht aufpasse, dann muss ich mir auch gleich eine Zelle teilen. Mit wem? Pass mal auch hier. Geschmolzener Furor. Ja, dachte ich. Wie war das jetzt? Warte, geschmolzener Furor macht Zusatzschaden, wenn das hier betäubt ist. Ah ja, das heißt, wir öffnen nicht mit dem, sondern stunnen. Jetzt den Furor drüber. Bam. Und dann müsste das eigentlich richtig knallen. Ja, hat auch getroffen. Okay, Big. Das war die Combo. Aus der Salve fliegen wir raus. Ah, und das Unterbrechen vom Mob. Das war dann eher so ein Zusatz, ne, dass er dann seine Salve nicht durchbekommt oder so. Viel wichtiger war es, den Furor mit dem Stun zu kombinieren, weil sonst, ihr seht's, mein Drache hat schon ganz schön gelitten, ne? Kann das sein, dass er auch weiterleitet? Und jetzt kommen wir zu einem Element, das ich immer versucht habe, maximal auszunutzen. Habe ich, glaube ich, bei der einen Daily da vom Wurmrut-Tempel schon mal erzählt. Wenn man ein Tierchen hat, das fliegen konnte, dann wurde damit immer so weit geflogen, wie ging. Ich glaube, nur früher hatte man nicht immer auch einen Fallschirm bekommen, oder? Beim Upmounten ist man einfach in den Tod geflogen? Nein. Na, guck mal, wie perfekt wir landen. Ey, der Drache ist frei, der Tarn ist besiegt und ich lebe meine kranken Gelüste von früher aus. Jawohl, die Mobs einfach nutzen bis zum geht nicht mehr, Nasgrim. Und du hast es nicht mal gesehen von hier, oder? Ey, genau im Totenwinkel. Scheiße. Der glaubt mir das doch niemals. Int gegen Wille und Zaubermacht klingt lame. Und das ist ein Ring mit Angriffskraft, okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Und wir ziehen weiter nach Camp Onekwa. Das klingt nach unseren Taunker-Freunden. Und guck mal, auch Grenna ist jetzt aufmerksam geworden. Freund meines Feindes. Eroberin Grenna möchte, dass ihr 8 Jäger von Silberwasser und ihren Anführer Vladek am Posten des Waldrandes tötet. Okay, Vladek der Wolf, da unten. Ja, da ist auch so eine Aufsummierung. Das ist quasi das Gegenteil von der Gaming-Erotik, was ich vorhin beschrieben habe. Das sind nicht lauter Fragezeichen, das sind lauter Ausrufezeichen. Und das ist jedes Mal dieselbe Quest, oder? Das ist dieses Tagebuch, genau. Denn während wir jetzt diese Wurgen, diese armen, völlig normalen Holzfäller schlachten, droppt so ein Tagebuch und dann kommen wir denen ja langsam auf die Schliche. Das war aber auch wirklich cool gemacht. Die Worgen-Quests, also wie viele Themen auch in einer Zone so verarbeitet wurden. Und so riesig waren die Zonen ja noch gar nicht, wie wir es jetzt von Dragonflight in Retail gewohnt sind, ne? Wo du ja wirklich eine brachiale, riesige Zone hast und dementsprechend auch alles mit irgendwelchen Secrets und Rare-Mobs, Bonus-Zielen, Nebenquests und so zugeschissen werden konnte. Das ist auch schon eine große Zone, aber ja mittlerweile auch kein richtiger Vergleich mehr. Und darum finde ich es umso spannender, wie viele Storylines hier wirklich auch Platz finden, ohne sich jetzt doof zu überschneiden. Ne? Also hätte ja auch eine Problematik haben können, so im Sinne von Backtracking, ja, was wir gerade im noch früheren WoW ja häufiger hatten, einfach weil der Raum so begrenzt war, dass du in eine Höhle gehst, da sammelst du irgendein Erz, dann kämpfst du aus der Höhle raus, gibst das ab, dann wird festgestellt, yo, das Erz ist verdorben, das müssen wir irgendwie eindämmen, darum nochmal in dieselbe Höhle rein und die Dämonen töten, die du gerade schon getötet hast. So, und so ging es dann immer weiter, dann kämpfst du wieder durch die Höhle, kämpfst dich wieder raus, gibst die Quest ab, ach ja, am Ende der Höhle, da steht noch ein Elite-Mob, ne, das ist der Anführer von denen, den musst du auch töten, wieder rein, wieder durchkämpfen und so weiter. Ja, und dann häufig in dieser Höhle auch dämonisches Erz,
Furbolgs, die von irgendeinem Naturzauber verdorben wurden. Und dann am besten auch irgendwelche verirrten Nachtelfen so. Oder drei verschiedene Völker irgendwie reingemixt. Ne? Alles so ein bisschen ja, zusammengefercht, sage ich mal. Und das ist mit der Zeit auch einfach besser geworden. Habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie so richtig lange auch drüber nachgedacht, weil wieso auch, ne? Häufig fällt es halt erst auf, wenn wir hier in solchen wunderbaren Projekten drüber quatschen. Aber tatsächlich auch cool, wie sich das über die Jahre so immer weiter ausgebaut hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in so einer Rolle als Questdesigner richtig aufgehen wollen würde. Also ich bilde mir ein, auch manchmal kreative und witzige Ideen zu haben. Aber du musst das ja wirklich in die Welt mit einflechten. Ne? Da muss ja stete Kommunikation auch mit dem Team irgendwie so innerhalb deines Design-Teams, aber auch mit den anderen stattfinden. Ob das dann auch passt, wo du diesen Mob jetzt hinstellst, ja, und ob das dann mit dem Questverlauf passt, ob da irgendwo eine Höhle sein kann oder nicht, wo du rein musst, ja, und dann wieder, nee, das eben nicht. Genau das nicht. Oh, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich gerade böse Dinge tue, Leute. Ich glaube, wir müssen hier mal hoch. Und ich glaube, wir müssen mal Hallöchen sagen, ne? Weil Vladek ist jetzt auch dazu gepult worden. Ja, ja, ja. Und der macht aber richtig Galopper, Junge. Was hatte der gerade für einen Wutbuff drauf? Habt ihr das gesehen? Holy, also die Feuerbrandaura, die tickt zum Glück böse. Und hier questen schon wieder Leute. Guck mal. Der schurkische Schurke. Oh, dem helfen wir mal, oder? Oh, ich glaube, das kriegt er auch mit einem guten Vanish nicht hin, Junge. Da helfen wir mal mit ein bisschen Feuer. Hier greifen wir unter die Arme, weil so lange hält entrinnen dann doch nicht. Hat er zwar alle getaggt, frech wie er ist, aber wir wollten ja helfen und nicht stealen. Ist okay, ich glaube, die letzten beiden Jäger, die finde ich auch noch so. Aber habe ich aus dem Augenwinkel auch vorhin gesehen, ganz am Anfang. Letztes Mal schon drüber gesprochen, wie viele Leute hier unterwegs sind. Bestimmt auch ein bisschen mit der Retail-Flaute zu tun. Gibt es natürlich so Core-Gamer auf beiden Seiten. Ja, aber auch viele, die immer so ein bisschen hin und her tänzeln. Das ist ja ganz wunderbar. Und da wollte uns einer auch das Bärchen gerade vor der Nase wegklauen. Ne? Ist dann auch gleich ein bisschen weitergeritten. Wusste gut, der Pelz droppt eh nicht. Ne? Der wird noch 10 mehr töten müssen. Und ist gleich ein bisschen weiter rausgeritten da. Also krass, fühlt sich gleich ein Stück weit belebter an. Haben wir heute im Stream auch drüber gesprochen, ne? Dass diese Belebtheit der Welt natürlich auch ein bisschen zerrissen wurde. Irgendwie natürlich auch, weil, wie eben angeschnitten, einige mittlerweile in Retail, andere in Classic, da dann auch wieder nur in Classic Hardcore oder in WTK oder wie auch immer unterwegs sind. Dadurch splittet sich das, ja, da muss ich wieder an mein WG-Geschichtenbeispiel denken, wo ich früher im schönen Halle in den WG-Feiern immer WoW-Klamotten anhatte. Ja, oder eine Kette mit einem Hordensymbol oder so. Ich hatte da ja gar kein Problem mit sowas nach außen zu tragen. Meine Freunde manchmal so, lieber nicht, ja, wir wollen heute Abend auch mit Mädchen reden. Bro, aber ich kein Ficke geben. Und dadurch hatte ich einige der geilsten Gespräche überhaupt, so von Angesicht zu Angesicht mit Leuten, die dann auftauten, ne, gesehen haben, hä? Der spricht öffentlich an, dass er WoW spielt. What? Und dann, geil, was spielst du? Allianz, Horde, welcher Server, ja? Und dadurch war man manchmal schon gesplittet. Aber jetzt, imagine, was spielst du? Musste erstmal klären, Classic oder Retail? Classic, welches Classic? Und so weiter und so fort, ne? Hat sie ja auch aufgedröselt. Und das ist natürlich erstmal super wunderbar, weil jeder kann sich so ein bisschen da zu Hause fühlen, wo er sich gerade zu Hause fühlt, ja? Aber macht es natürlich dann schwieriger, auch manchmal auf den Nenner zu kommen, ne? Das ist dann hier und da doof. Und dann haben wir nicht mehr so einfach diese Hauptstädte schlechthin. Klar stehen viele noch in Stormwind und Orgrimmar herum. Aber manch einer hat seit sein Auktionshaus oder sein Händler durch diese super teuren Mounts einfach dabei. Kann auch irgendwie in Dalaran rumstehen. Macht da jetzt seine Auktionsgeschäfte und hat seine Ruhe. Ja. Muss sich keine Sorgen machen, dass sein Laptop irgendwie laggt, wenn er das abends im Bett macht, nebenbei eine Serie schaut oder wie auch immer. Weil bist du halt alleine. Ja, stellst dich an irgendeinen Briefkasten mitten in Shadowlands, ne? Juckt auch keinen. Fertig. So, das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, warum sich vieles verteilt hat, warum die Hauptstädte manchmal einfach ein bisschen leerer sind. Ja, selbst wenn man jetzt irgendwie ein großes neues Spielerzahlen hoch hätte, bilde ich mir ein, wäre das so. Dann haben wir das ganze Phasing, Kriegsmodus an, Kriegsmodus aus. Ja, nicht mehr nur PvP an und aus. Nee, du hast eine ganz eigene Phase. So, auch heftig, so wie unsere neuen Quests, die jetzt aufgeploppt sind. Und dann hast du generell das Phasing, ja, dass du manchmal, selbst wenn du auf demselben Server spielst, dich einfach nicht siehst, weil du anders gefaced bist auf diesem Server. Und das sind alles letztendlich technische Mittel, Gameplay-Mittel, ja, die, ich sag mal, hilfreich sind, auch für die Serverstabilität, für die Gameplay-technische Qualität des Games, jetzt gesprochen von Lagfreiheiten und so weiter. Aber vom Feeling her
kann das natürlich schon das Gefühl erzeugen, dass du manchmal denkst, scheiße, Geisterstadt. Ja. Auch außerhalb von Flautenphasen, also denkt man so manchmal auch gar nicht drüber nach, aber auch in diesen Bereichen hat sich sehr viel verändert. Oh, ich hatte Angst, dass das gleich passieren wird, Junge. Deswegen habe ich immer nochmal innegehalten, habe geguckt, na, kriege ich was bei der Quest oder nicht? Aber das waren jetzt ja auch überwiegend Quests von wegen, rede mit dem, geh zu dem Punkt, da gibt's weitere Quests und jetzt zerstöre ich diese Lederhose, Junge, muss ich einfach löschen eingeben, hier weg damit. Yo, diese miese Hose, raus damit. So, räumen wir ein bisschen Inventar auf hier, das kann weg, jawohl. Ich sitze heute aber auch wieder wirklich wie so ein Shrimp. Wie so eine Garnele sitze ich hier vorm Rechner und hänge so über mein Mikro, Leute. So viel zum Thema Energie. Deswegen quietscht mein Stuhl heute auch so fürchterlich, weil jede Bewegung eigentlich so nicht ausgeführt werden sollte. Aber ja, es gibt solche Tage. Come on, morgen wird wieder richtig gesessen. Und heute Abend wird sich dann gewundert, warum der Rücken wehtut. Ne? Ich glaube, die beiden können wir noch raushauen. Und den Rest muss ich mal an den guten Bangcha schicken. Dann sollen wir jetzt zum Granitquell. Sollen hier so ein paar Adleraugen besorgen, glaube ich. Oder wir sollen unsere Sicht wirklich binden. Na, guck mal, ich glaube, auf der Ali-Seite haben wir genau das unterbunden. Ne? Vermutlich, weil herausgefunden wurde, dass die Horde über diese Adleraugen späht mit ihren Druiden. Und darum hat man auf der Ali-Seite die Augen rausgerissen. Aha, die armen Vögel. Tagebuch, ja, Gorgona. Scheinbegnadigung. Liefert den Begnadigungsbrief bei der gefangenen Fallenstellerin ab. Okay, für Gorgona sind wir auch hier unterwegs. Ja, dann sind wir schon wieder durch, ne? Bruder, gerade erst angefangen. Ja gut, neue Zone der Anfangsflow, bevor wir hier jetzt wieder hoch und runter reiten, ne? 11% gemacht, sogar mehr. Wir hatten ja das Level-Up gar nicht, also stabil. Schöner Auftakt für die Grizzly-Hügel, Leute. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und liebe Grüße, eure beiden hier. Ihr wisst Bescheid. Tschau's!